Hallo und herzlich willkommen zurück bei Project Zero 2. Das ist eigentlich was? Oder? Nein, das ist eine, nur Licht. Hm? So, dann geht's jetzt ab zurück. Komm mit, Schwesterherz. War das vorher schon da? Will nicht weglaufen? Habe ich das richtig verstanden? Aber warum nicht? Wir müssen doch hier raus, Schwesterchen. Wir können doch nicht einfach hier bleiben. Das schreit ja förmlich danach, dass wir irgendwie draufgehen. Entschuldigung. Sie hat ja eine Fußverletzung, sie kann nicht so schnell. So, sind wir jetzt wieder in diesem, was war's, Lagerhaus? Und wichtiger ist, kommen wir da irgendwo raus? Ah ja. Die Folkloristen-Notiz Nummer 8. Vor langer Zeit wurde ein Besucher in einem Bergdorf zeremoniell geopfert. Als mich die verhüllten Priester holten, sagten sie Außenseiter und Kusabi. Worum geht es in dieser versteckten Zeremonie? Der Schlüssel, den mir die Zwillinge gaben, muss die Nebentür des Hauses öffnen. Der Zellenschlüssel muss in einem anderen Haus sein. Nach der Karte ist der Schlüssel in einer Höhle unter dem Osaka-Haus. Vielleicht ist das der Keller im Gewölbe, über den ich gelesen habe? Kann man hier rein? Sehe ich das vielleicht auf der Karte? Kann ich da irgendwie rein? Da ist die Tür. Zwei Schlüssel. Zwei Symbole sind draufgerührt. Das eine ist Licht, das andere Schatten. Okay. Ah, das ist okay. Ja. Haben wir irgendeinen Schlüssel gefunden? Moment, lass mich kurz nachchecken. Das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist hier nochmal probieren bei der Tür. Weil ansonsten haben wir nichts mehr, oder? Nee, eigentlich nicht. Seitdem ist es jetzt, wo wir das gesehen haben, irgendwas im Keller los. Naja, der geht jetzt da rein. Spannend, wo kommen wir jetzt hin? The twins that will become the sacrifice have returned the ritual.
Nein, das tust du nicht. Ist er? Da ist er. Ha! Erwischt. Also. Wirst du sie in Ruhe lassen? Nein, das tust du nicht. Da müsste er sein. Ich weiß nicht genau, wo er hin ist. Da so. Der ist schon wieder irgendwo in der Wand. Da ist er. Komm aus dieser Wand raus. Ha! Zeremonienmeister-Notizen. Der Groll des M wird immer stärker. Ich habe keine Aufzeichnungen gefunden, dass er schon einmal so stark war. In letzter Zeit gab es mehr schlechte Ernten und mehr Todesfälle. Bald kommt die Zeit, da wir die Reue dafür zeigen müssen, dass Tachibanas Familie das Ritual nicht vollzog. Die Hälfte der Trauernden hat der Groll verrückt gemacht. Sie sprangen in den M. Wir brauchen mehr Trauernde. Also nehmen wir die Sünder. Wenn wir nichts unternehmen, wird der in wenigen Jahren ausbrechen. Ich muss meine Tochter für das Ritual nehmen. Sai und Yai müssen gereinigt werden. Für das Dorf. Meine Töchter. Kräutermedizin. Kann ich nach hinten irgendwo? Und was ist hier? Kurz den Raum ansehen. Der Familienaltar. Größer als ich dachte. Okay, also hier sind Treppen? Ja. Nice. Das heißt, es geht schön weiter. Hier liegt auch was. Schmetterlingsbuch 3. Bald ist es Zeit für das Ritual. Das Ritual von Izuki und Mutsuki ist fehlgeschlagen. Und dieses Jahr sind wir dran. Ich verlasse mit dir das Dorf. Izuki hilft uns bei der Flucht. Und wir werden immer zusammen sein, wie versprochen. Ja, ey. Eigentlich will ich nicht weglaufen.
Aber solange ich bei dir sein kann, folge ich dir überall hin. Lass mich nur nicht allein zurück, sah er. Das musst du auf dem Boden hat nachgegeben, als du draufgetreten bist. Kamerazubehör sehen gefunden. Zeigt den Aufenthaltsort eines Geistes. Benötigt Energie 1 oder irgendwas sonst. Ah. Nett, man kann ihn sehen. Sollte ich vielleicht ausrüsten. Kamera. Haben wir zwei, also da könnte ich sogar eines reintun, oder? Naja, wir haben sowieso keine Punkte derzeit dafür. Okay, du bleibst hier stehen, das ist super. War das die Tür? Ja. Ich bin gleich wieder da. Schmetterlingsbuch 2. Es lag falsch, genau wie Izuki sagte. Munakatas Lehrer wird ein N werden. Das muss aufhören. Leute wie Mutsuki sollten nicht sterben müssen. Ich muss etwas tun. Ein verhüllter Priester brachte einen Zellenschlüssel in den Seiltempel. Ja. Vater will anscheinend ein N aus dem Mann machen, obwohl er Munakatas Lehrer ist. Ein Zellenschlüssel ist in Vaters Bücherregal versteckt. Und den N zu besänftigen gibt es nur einen Weg. Wenn wir das Purpuropfer vollziehen, muss vielleicht niemand mehr so leiden. Sei. Etwas fallen. Wir haben auf der anderen Seite des Gitters etwas fallen gehört. Tja. Du hast gesagt, du bleibst hier stehen. Ich habe gesagt, ich bin gleich wieder da. Der Seite sind ja auch noch Treppen. Geht die nach unten? Geht nach unten. Wo kommen wir da hin? Junge, das wird ja immer größer. Eine Trennwand versperrt die Sicht. Okay. Puh. Aber interessant, mich würde interessieren, warum das erste Purpur-Ritual fehlgeschlagen ist mit den männlichen Zwillingen.
Ich weiß gar nicht mehr, ob man das erfährt. Und als ich keine Tür nicht verpasst habe, mit der Beleuchtung sehe ich das immer ein bisschen schlecht. Nett, wo sind wir jetzt gelandet? Ein Verbindungskorridor, okay. Krieg, wo wir hier wohl rumgeistern. Geistern. Mario macht einen Schritt zurück. Okay. Nur die geringste Ahnung hätte, wo wir hier sind. Könnte das dieser Seiltempel? Bitte. Kannst du dich draufstellen? Das stellt sie sich nicht drauf. Bin gespannt, ob sie sich auf das andere drauf stellt. Na komm, Mario, wo bist du? Okay, ich bin gleich wieder da. Ich hoffe, sie ist auch noch da, wenn ich jetzt bei dem anderen Schalter ankomme. Das wäre nämlich echt gemein. Tür hat sich geöffnet. Sind wir? Warten der Brust. Tut dir denn leid? Kurz hat mich der Priester doch etwas erschreckt, muss ich sagen. Wo sind wir? Sind wir schon drinnen? Ah, wir sind schon drinnen, okay. Halt. Aha, der Schattenschlüssel. Da ist noch was. Zeremonienmeister 5. Ja, er kommt nicht zurück. Hat sie Sae wirklich zurückgelassen? Hat sie im Wald überlebt? Wenn Sae gereinigt und alleine Schreinzwilling wird, könnte das denn beruhigen? In den Aufzeichnungen ist so ein Ritual zwar noch nie erwähnt worden, aber ich muss es versuchen. Ja, warum bist du weggelaufen? Warum kommst du nicht zurück? Was ich mich jetzt frage ist, hat sie jetzt wirklich Sae einfach zurückgelassen? Ist irgendwas passiert? Was ist geschehen?
Mit einem Schmetterling. Was ist hier wirklich geschehen? Das würde mich interessieren. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, ich habe viel gemacht, aber es sind schon 20 Minuten vorbei. Der Wahnsinn, oder? Das vergeht immer viel zu schnell. Na gut, Leute. Ich mache hier mal einen Cut. Ich hoffe, es hat bisher Spaß gemacht zuzusehen und seid auch nächste Folge wieder dabei, wenn wir die Zwillinge begleiten. Ich bin echt schon gespannt. Es gibt so viele Dinge, die ich wissen will, die ich nicht mal weiß. Die grobe Haupthandlung habe ich alles noch im Kopf, wo die Zusatzsachen, wie zum Beispiel mit den männlichen Zwillingen, warum das nicht funktioniert hat, ob man das jemals erfährt und so. Naja, gut. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.